Aus dem grünen Gewölbe in Dresden haben Diebe Schmuck von unschätzbarem Wert gestohlen. Dazu Sachsens Innenminister. Sachsen ist insgesamt heute Nacht gestohlen worden. Es ist ein Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen. Tja, der Sachs-Schaden geht in die Millionen. Und dann waren die Täter auch noch extrem trickreich, um nicht erkannt zu werden, wie der Chef der Kriminalpolizei Dresden zugibt. Allerdings müssen wir auch dazu sagen, es war Nacht. Alles ist natürlich sehr dunkel. Ja, doch Glück im Unglück, einige Sicherungsmaßnahmen haben sehr gut funktioniert. Die Täter konnten nicht alles mitnehmen, weil die Schmuckstücke waren mit Stichen vernäht mit dem Untergrund. Vernäht mit dem Untergrund? Ist das nicht der Bastel-Podcast von Beate Zschäpe? Den gibt's nicht. Hey, was hör ich denn dann die ganze Zeit? Ich bin Philipp Valulis und frag mich, wer sind die Täter und wie haben die so einen spektakulären Raub gemacht? Es ist Dienstag, der 26. November. Ab jetzt ist jede Folge Big Bang Theory eine Wiederholung. Und das hier ist Valulis Daily. Juwelendiebe oder wie deutsche Comedians sagen, Ehefrauen. Zwei davon waren gestern in Dresden unterwegs. Geklaut wurde unter anderem ein Schwert, eine Perlenkette und diese stylische Schleifenbrosche. Sieht aber alles eher aus, als hätten sie Bijou Brigitte geplündert. Der Tathergang liest sich wie ein unrealistischer Ganovenfilm. Montag, kurz vor 5 Uhr morgens. Die Diebe zünden einen Stromkasten vor dem Residenzschloss an, damit die Straßenbeleuchtung ausfällt. Dann flexen die Ganoven die Gitter vor einem Fenster durch und schlagen es ein. Die Täter sind dann zielgerichtet auf eine Vitrine zugegangen. Diese haben sie dann zertrümmert. Danach sind sie, wie schon gesagt, wieder aus dem Gebäude raus und verschwunden. Vielen Dank für diese Beschreibung, in der zwar der elementare Teil des Clowns fehlt, aber hey, vielen Dank für die Mühe, Volker Lange. Aber das Überwachungsvideo wurde veröffentlicht. Hier sehen wir die Täter. Sieht aus wie das Überwachungstape, wenn ich vom Feiern heimkomme und Mama wieder den Schnapsschrank abgeschlossen hat. Außerdem, ohne Ton ist ja langweilig, wir haben mal Musik drunter gelegt. Das alles haben die Wachmänner im Gebäude beobachtet und die Polizei gerufen. Die kam aber erst, als die Diebe schon weg waren. Die Polizei vermutet außerdem, dass möglicherweise ein PKW vor Ort stand, der dann geflüchtet sein soll. Das Auto ist geflüchtet? Es wollte also eine Flucht wagen. Noch trauriger, die Polizei hatte sofort alle Autobahnausfahrten gesperrt, aber man ist vom Residenzschloss so schnell auf der Autobahn, dass die Täter ziemlich schnell wahrscheinlich in Polen gewesen sein könnten. Nach Polen fliehen? Das klingt ja ziemlich rassistisch. Ich meine, die tschechische Grenze ist auch nicht weit weg und die klauen ja schlimmer als die Rumänen. Die Security war also im Gebäude und hat alles mitbekommen. Aus Selbstschutz haben sie aber nicht eingegriffen und als die Polizei dann kam, waren die Täter schon weg. Aber keine Sorge. Unser Sicherheitssystem ist sehr, sehr komplex. Von daher ist eigentlich alles wie nach Standard, auch dem internationalen System entsprechend, gelaufen. Oh, das ist Standard? Also das heißt, ich kann einen Stromkasten abfackeln und dann mir die Mona Lisa holen? Ich schreibe das ja auf für einen Freund. Ja. Und es hätte auch noch viel schlimmer kommen können. Die Täter konnten nicht alles mitnehmen, weil alle Objekte auch einzeln befestigt waren. Sie waren praktisch mit Stichen vernäht mit dem Untergrund. Ja, fest vernäht, wenn es dafür doch nur eine Lösung gegeben hätte, um da dran zu kommen. Naja, auf jeden Fall eine famose Sicherungstechnik. Wer braucht Sensoren und Computer, wenn er eine Nadel hat? Welche Firma bietet denn so etwas an? Nun, wir haben den Werbefilm dieser Firma gefunden. Moderne Zeiten erfordern moderne Sicherheitskonzepte. Wir bei Deep Security Solutions Industries Incorporated sorgen dafür, dass Sie und Ihre Schätze in Sicherheit sind. Modernste Sicherheitstechniken wie unsere ProShield-Technologie sorgen dafür, dass wir Ihren Wertgegenstand wie durch ein Schild abschirmen können. Doch das ist längst nicht alles. Für unsere Kunden mit besonders hohen Ansprüchen an Sicherheit bieten wir außerdem unseren Premium-Service mit speziell ausgebildetem Wachpersonal. Er hier ist einer unserer besten Männer. An ihm kommt keiner vorbei. Denn wir von Deep Security Solutions Industries Incorporated kümmern uns um Ihre Sicherheit.
Sie sind immer noch nicht überzeugt? Dann warten Sie ab. Denn für all unsere Kunden, die nicht genug von Sicherheit bekommen können, bieten wir noch unseren exklusivsten Service. Das hier ist Elfriede Traubliger. Was jetzt noch nicht nied- und nagelfest ist, wird von ihr in das warme Bett namens Sicherheit getackert. Ja, ja, ganz genau. Das ist Sicherheit. Von Deep Security Solutions Industries Incorporated. Aber was passiert jetzt mit der Beute? Diese Frage brennt auch auf der sächsischen Seele. Als Sachse blutet mir natürlich das Herz, muss ich ehrlich sagen. Haben Sie das, die Angst auch, dass das einfach weg ist, unser Schatz? Ja, die Angst ist vollkommen unbegründet, denn euer Schatz ist weg. Die Besonderheit, der Materialwert ist schon hoch, aber noch viel höher der kunsthistorische Wert. Natürlich sind es Diamanten, Brillanten, Perlen, aber bei den Steinen beispielsweise sind es historische Schliffe. Das ist was Besonderes, eben auch ein Zeitzeugnis. Das Problem für die Diebe, die Stücke sind in der Kunstszene zu bekannt. Um sie zu Geld zu machen, müssen sie den Schmuck stark verändern. Das absolute Horrorszenario für Experten. Das Gold wird eingeschmolzen, die Edelsteine werden rausgerissen und dann auf dem grauen oder schwarzen Kunstmarkt als Einzelstücke verkauft. Gold eingeschmolzen, Edelsteine rausgerissen? Mein Gott, das klingt wie die letzten Jahre von Zsa-Zsa Gábor. Die Stücke wären als Kunstschatz dann für immer verloren. Weitere Möglichkeit, die Diebe haben einen Auftragsjob erledigt. Das gibt es öfter, laut einem Ex-Juwelendieb. Man plant einen Juwelenraub quasi von hinten und fängt mit dem Käufer an. In den meisten Fällen ist das ein Hehler. Mit dem verhandelt man, welche Teile man stiehlt und was man dafür bekommt. Der Hehler wäscht die Schmuckstücke dann. Heißt, er verändert sie, dann verkauft er sie. Auch bekannt als das Prinzip Germany's Next Topmodel. Aber wo werden wir Deutsche denn sonst unsere Kunstschätze los? Übersehen wir und die Fahnder da nicht etwas? So, was haben wir denn da bei Ihnen? Aha, ja, das sieht mir aus wie der Schmuck von August dem Starken aus dem 18. Jahrhundert. Ja, und wie fein das verarbeitet ist. Ist das ein Original, nicht? Ja, das ist ein Original. Ja, aber sag mal, wo ist denn das her? Das ist doch der Schmuck von Dresden da oben, oder nicht? Das ist ein Familienerbstück. So, ja, seit Generationen praktisch in unserem Besitz und meine Oma hat mir das zum Namenstag geschenkt. Ja, das ist ja durchaus selten, nicht wahr? Weltkulturerbe, nicht? Also gut, ich werde mal anfangen. 20 Euro könnt ihr Ihnen geben. Nee. Na gut, 22 Euro, könnt ihr auch noch locker machen. Nee, das sind nur 2 Euro mehr. Ach komm, du Fuchs, ich geb dir 30 und das ist mein letztes Angebot. Das war Ihr erstes Angebot. Na, das glaube ich nicht. Ja, was hast du dir denn vorgestellt? Ja, also in den Nachrichten, also meine Oma meinte natürlich, meine Oma meinte, das ist Millionen wert. Okay, 50 Euro. Das ist viel zu wenig. 40 Euro. Das ist weniger als 50. Also jetzt pass mal auf, du Hayox, das zeigt, das war schon scheiße, da warst du noch gar nicht geboren. Sei mal froh, wenn du überhaupt noch etwas davon kriegst. 80 Euro oder gehst heim? Deal! Ah, hier. Also machen wir das. Ah, hier. Gar kein Problem. Bitteschön. So. Ah. Das ist ja festgelegtes Zeug, was soll denn das? Tja, das kostet 80 Euro, aber das Kissen kostet 100 Millionen. Ah, du Hayox, du Verreckter! Tja, das ist schon eine Unverschämtheit, den Sachsen ihre Identität zu klauen. Auch Franz Josef Wagner, Kolumnist bei der Bild-Zeitung, ist empört. Was für Lümmel sind diese Gewölbeeinbrecher? Was für ungebildete Idioten! Was erlauben Sie sich? Sie betreten das grüne Gewölbe, wo solche Trampels niemals Eintritt haben. Sie krapschen sich Kunst, als wären es Rolex-Uhren. Sie krapschen in die Zeit des 18. Jahrhunderts. Richtig. Und überhaupt, ein Museum ist kein Selbstbedienungsladen. Aber auf der anderen Seite war das doch schon sehr cool geplant, oder? Was meint ihr? Wer waren die Täter? Diese Lümmel sollten lieber den Kanal hier abonnieren. Da gibt es täglich frische Videos mit frischen Nachrichten, frisch auf den Tisch. Genau. Und wenn der George Clooney und der Brad Pitt und der Matt Damon da irgendwelche Museen ausrauben, dann finden das alle cool. Aber jetzt irgendwie wird rumgeheult. Also schreibt ruhig mal, was ihr davon haltet. Ne? Prost. Ah, ein echter Rossini.